Ich glaube, so die ersten 20 Minuten, 30 Minuten haben wir uns schon sehr schwer getan. Dann sind wir, finde ich, vor der Halbzeit oder ja, die letzte Viertelstunde gut reingekommen, haben dann auch das Tor gemacht und ich fand, die zweite Halbzeit waren wir schon dann auch klar überlegen. War halt Poppy, ne? Also ähnlich wie im EM-Finale, Halbfinale. Sie war heute wieder für uns da. Und ja, am Ende brauchen wir die Tore von ihr und ihren Einsatz und das hat sie heute wieder bestätigt. Ja, ich glaube, Poppy mit der Erfahrung, sie weiß einfach, wo sie gebraucht wird in der Box, gerade bei Flanken, bei Ecken. Ich block sie dann noch ein bisschen frei. Ich glaube, sie hat mich auch nur in den Mann geschubst, damit sie frei reinlaufen konnte. Aber bin ich auch gerne für Poppy. Sie weiß einfach, wo sie sein muss, um ein Tor zu schießen. Das hat man beim 2-0 dann auch gesehen. Langer Pfosten, gerichtet rein, rutscht noch fast gegen den Pfosten, aber so kennen wir sie ja. Von daher macht sie das einfach mit der ganzen Erfahrung weg. Und ja, ich glaube, Poppy ist gerade auf einem High und ich hoffe, dass sie noch lange drauf bleibt.